Ich müsste mal... Naja, die Kappe bringt das doch zur Geltung, oder? Oh! Hey, was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X und Y featuring Crash 40Freak89. Ja, ich habe mich gerade in den Spiegel geguckt, ob auch alles mit meinen neuen Klamotten passt. Wir befinden uns ja, wie wir bereits sehen können, in der Spiegelhöhle. Und wir wollen eigentlich in die nächste Stadt. Doch dazu müssen wir noch so einige Trainer überwinden. Ich lasse erstmal den Schutz aus, weil vielleicht begegnen uns ein neues Pokémon dazwischen. Naja, wir hatten damals noch Probleme mit einigen Pokémon. Und, wow! Guckt sich das an, ein Haufen Pantimini. Wir hatten auch im letzten Part so einige geile Entwicklungen. Unter anderem zum Beispiel hat sich zum Beispiel jetzt auch Logok weiterentwickelt. Wir haben ein Evoli jetzt gefangen, welches wir versuchen werden, zu Filinare weiterzuentwickeln. Und jetzt versuchen wir erstmal einen dieser Pantimini zu fangen. Autsch. Bams. Bitch Slap. Autsch. Mann. Dass die Gegner immer so viel Glück haben müssen. Oh, das nervt immer wieder ganz schön. Bärsch ist jetzt Dunkelklaue. Achso, nein. Imitator imitiert nur die zuletzt eingesetzte Attacke. Also war das jetzt Meditation. So, das nächste Pantimini bitte weg. Dankeschön. So. Oh ne, Bams. Bitch Slap. Bam. Warum kann es nicht bei zwei Treffern bleiben? So. Ja, natürlich. Muss das auch noch sein. Ihr wollt mich doch wieder fertig machen. So, bitte ein weiteres Pantimini fertig machen. Okay. Gut, dass es sich doch... Bist du bescheuert? Ich wollte das nicht. Ich wollte das... Ach, egal. Was soll's. So. Das ist jetzt Dunkelklauen. Darauf fertig. Ja. Schlack. Oh, wie niedlich. Ja, nee. Nachmacher. So, darf ich jetzt noch angreifen? So, diesmal greife ich das Richtige an. Vorausgesetzt, es greift an. Oh ja. Cool. So, das letzte Pantimini wird natürlich gefangen. Oh, Toshiro Rex Level 35. Sehr schön. Sowohl Toshiro als auch LP Storm stehen auch schon vor deren finalen Entwicklung. Wir haben ja schon beinahe nur noch ein voll entwickeltes Team. Nur noch unser Evoli muss sich zu Filinara weiterentwickeln und dann, liebe Leute, geht es los. Ich wechsle auch gleich zu unserem Evoli, Lena Bonhack. Weil wir haben ja schon voll entwickelte Pokémon wie zum Beispiel unser Logok, Schatten und Tauren. Naja, Schatten, unser X-Bud und Tauren, unser Lucario. Jetzt sind nur noch Toshiro X und LP Storm ein Level kurz vor der Entwicklung. Ich kann es kaum erwarten, wenn es endlich soweit ist. So, Lena Bonhack, schlag zu. Setz dich bitte durch gegen Konfusion. Ja, Volltreffer natürlich. Riskant, riskant. Weil es dürfte auch mit einer Attacke Pantimini ganz schön viel Ärger machen. Ich setze am besten mal einen Pokéball ein und einen Finsterball. Naja, ich weiß nicht, ob es finster genug ist, weil es ist gerade helllichter Tag. Oh! Ein, wie sagt man nochmal, Schnäppchen fangen. Ja. Glück muss der Mensch haben. Damit haben wir auch schon Pantimini, weil wir haben ja letztes Mal schon einen Pantimus gefangen, was natürlich uns einen Haufen Ärger gemacht hat. Im letzten Part, wenn ihr es gesehen habt. Pantimini, das Mime-Pokémon. Es ahnt seinen Gegner nach. Der kann den Blick danach nicht von ihm abwenden. Ja. Ist auch klar, eine Pantomime, die ahmt gerne die Leute nach, nicht nur, dass sie so tut, als wäre sie gefangen. Kämpfe! Kurz und bündig. Als wäre sie in einer Box gefangen, sondern auch, dass er selber, ja, Cardones. Cool animiert. Sondern auch, dass er gerne die Leute nachahmt. Ich meine, das ist schon ein lustiges Talent. Und dafür bezahlt man auch gerne. Bam, bam, bam. Ach nee. Wow. Tonnerlittchen.
gar nicht schlecht. So eine coole Kampfanimation. So, aber nicht gut genug. Tschüss, Lutscher, geh sterben. Reicht ja nicht für ganz viel Level ab, aber Tauren wenigstens Level 35 und Logok schon Level 38, oh Gott. Er erhält auch spezielle Erfahrungspunkte. Schmolle! Was sagt er als nächstes? Trainiere! Sagt er nur ein einziges Wort. Oh, was ist mit dir? Ja, wenn die in den Spiegel gucken, sehen sie es natürlich auch. Spiegel werden schon von alters her als mystische Gegenstände betrachtet. Deshalb habe ich ihre Kraft gebündelt und knall sie dir jetzt vor den Latz. Naja, die ganzen Psychos hier, bei denen kann man jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Männlein oder Weiblein ist. Ich glaube ja, das sind alles Männlein. Balin, Balin! Hey, Mini. Ich sage nur Team Rocket. Das waren noch Zeiten mit Palim Palim. Waren auch ein bisschen lustige Zeiten. Frag mich überhaupt, wie James damals zu Palim Palim gekommen ist. Yeah, Schatten steigt auf. Golbit. Versuchen wir es mal nochmal mit Lena Bonheck, weil es beherrscht der Biss. Und los, Evoli. Golbit. Das dürfte ein ausgeglichener Kampf werden. Aber ich glaube, Lena schafft das. Bam. Yeah, gut, schon mal gut vorgelegt und noch geflincht. Das ist perfekt. Beende den Kampf. Yes. Tschüss, Lutscher. Ah, leider nicht ganz für ein Level, aber was soll's. Oh nein, die mystische Kräfte, ich spiele sie auf mich zurückgeworfen. Ja, dein Pech, Kumpel. Ein Blick auf dein Pokémon-Team verrät mir sofort, was du für ein Trainer bist, denn die Pokémon sind so etwas wie ein Spiegel deiner Seele. Oh Gott, wie dramatisch. Was ist das für einer? Ein Tourist? Oh, das ist der Freund von der Touristin. Welche wir auch im letzten Part gesehen haben. Wo ist meine Zuckersteckdorf geblieben? Der Tourist... Stanislaw? Was für ein Name, ey. Nidorino. LP Storm. Im Typ Nachteil, aber vielleicht schafft er es trotzdem. Mit Stärke. Kabash. Ja, sieht gut aus. Autsch. Bitte nicht vergiftet. Gut, passt schon. Wir nähern uns ja schön langsam wieder der nächsten Stadt und damit müssen wir auch unseren nächsten Arena-Kampf bestreiten. Dürfen wir dann bald auch unseren nächsten Arena-Kampf bestreiten? Beinahe schon Level Up. Denn er erstmal Level 28. Gleich sehen wir dann. Ohne meine Zuckerstöcke geht alles schief. Komm, reg dich ab, Alter. Ohne meine Zuckerstöcke bin ich verloren. Mann, du bist vielleicht eine Holzsuse. Was gibt's denn hier bitteschön, wenn schon die Treppe nach unten führt? Das überprüfe ich mal mit dem Itemradar. Dann kann ich ja zum Glück dann die ganze Zeit vor mir halten. Itemradar, da ist es. So. Was? Moment mal, kann ich es nicht hier einsetzen? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Wollte mir doch nicht etwa erzählen, dass man hier den, auf das Itemradar nicht vertrauen kann. Geht gar nicht, nee. Scheiße. Geht wirklich nur außerhalb. Aber wenn hier irgendwelche Sachen versteckt sind, dann kann man die jetzt nicht so leicht finden. So, was ist mit den beiden hier? Die haben mich natürlich auch gleich gesehen. Auch du sollst an unserem Glück teilhaben. Siehst du das große... Siehst du? Sieht so das große Glück aus? Findest du, wir sehen wirklich glücklich aus? Tja. Hochzeitsreisende, Shinji und Ami. Also, sie sehen schon glücklich aus. Hornweißel und Wartribi. Wow, die Vorstufe und die weiterentwickelte Form. Tja, das ist ein Job für LP Storm und Toshiro X. Erstmals Dunkelklaue gegen Wartribi und gegen Hornweißel setze ich doch mal Nassschweif ein. Bam. Yes. Und wir dürfen jetzt gespannt sein. Yes, Level 36, LP Storm. Dein großer Moment ist endlich gekommen. Und Toshiro X, vielleicht schafft er es auch, aber ich glaube eher nicht. Bam.
Uff. Eieiei, Juwelenkraft. Ist schon eine gute Steinattacke, aber nicht gut genug. Jetzt beende es mit Dunkelklaue und Aquawelle. Bam. Ja. Reicht schon, Dunkelklaue. Wow, 1009. Was? Wieso erhält er mehr Erfahrungspunkte? Was geht denn da ab? Trotzdem, Igel. Ist das Shinji? Ist das, der männliche oder weibliche? Ich bin trotzdem in der Lage glücklich, da ich an meiner Seite habe. Ah ja, das ist der männliche. Ich bin ja auch glücklich, aber gegen einen Sieg hätte ich trotzdem nichts gehabt. Was ging denn da ab? Wieso hat denn plötzlich LP-Storm mehr Erfahrungspunkte bekommen als Toshiro X? Das geht ja nicht. Du entwickelst dich jetzt nämlich gerade schon weiter. Es wird Zeit. Wie sieht Igamarus voll entwickelte Form aus? Nachdem jetzt ja eher wie ein aufgeblähter Luftballon aussieht, möchte ich jetzt nicht wissen, wie das jetzt in der Vollstufe aussieht. Aber wir werden es jetzt sehen. Wow! Brigaron! Bist du des Wahnsinns? Hohohoho. Sieht aus wie Bowser! Schutzstacheln! Voll krass! Was macht Schutzstacheln? Der Anwärter weicht die generischen Angriffen aus. Gleichzeitig nehmen alle Pokémon, die mit dem in Berührung kommen, Schaden. Interessant, aber nein. Krasse Kacke. Sieht das cool aus. Okay, ich sage nichts mehr. LP Storm hat's drauf. Ein hoher Angriff. Vom Feinsten. Hohe Verteidigung. Also die Verteidigung rockt, das sehe ich schon. Also hier habe ich erstmal einen Defense-Typen. Geiler Scheiß. Aber was bedeutet eigentlich das Symbol? Ich muss das jetzt mal fragen, Leute. Was bedeutet eigentlich dieses Symbol hier? Das finde ich ja bei Toshiro X vor. Ach, ich glaube, ich weiß schon, weil die eine Feldattacke beherrschen, richtig? Ja, so wird es wohl, so wird es wohl sein. Naja, okay. Aber es ist geil zu sehen, dass sich nun auch ein weiteres meiner Pokémon voll entwickelt hat. Jetzt nur noch Toshiro X und Lena Bornheck, dann habe ich wieder ein voll entwickeltes Team im Start. Dann ist unser Team schon so ziemlich komplett. Mann, wie viele Trainer gibt es denn eigentlich noch? Geht es denn eigentlich hier? Oder? Oh, gut, dass ich da nochmal vorbeigegangen bin. Da gibt es nämlich was zu holen. Ja, dich jedenfalls nicht. Oh, guck sich das einer an, wie cool. Ich sag ja nichts mehr. In der vollentwickelten Stufe müssen sie bestimmt cool aussehen. Ich wette, auch Froxy hätte bestimmt eine geile, vollentwickelte Stufe gehabt, weil anfangs habe ich noch an Froxy gezweifelt, weil es für mich nicht so als der obergroße Burner, wie der obergroße Burner aussieht. Aber da habe ich mich natürlich jetzt total getäuscht, weil... Zumindest was jetzt LP-Storm angeht, also Igamaru. Bestimmt hat auch Froxy eine geile, vollentwickelte Stufe, möchte ich meinen. Ach komm, lass uns doch in Ruhe. Ich habe jetzt mal Toshiro X nach vorne gelegt, weil damit er auch die meisten Erfahrungspunkte hoffentlich abstauben kann. Ich meine, ich frage mich, warum ausgerechnet Igamaru mehr Erfahrungspunkte bekommen hat als Toshiro. Liegt es an Levelunterschied, dass die mit den höheren Level immer mehr Erfahrungspunkte bekommen? Check ich irgendwie nicht. Dich habe ich auch schon, oder? Habe ich Monocyto schon? Ich glaube schon, dass wir es im letzten Part gefangen haben. Ja, eindeutig. Ich will jetzt das Item holen, ist das klar? Was gibt es denn da jetzt, bitteschön? Eisen. Ja, das sollte ich auch demnächst mal einsetzen. Die ganzen, statusverstärkenden... Was? Wo geht's jetzt hier lang? Ah, hier geht's raus. Aber was ist dann der andere Weg hier? Mit diesem einen Trainer bestimmt noch. Möchte wetten, dass es noch ein weiterer Trainer ist, der uns da gerade erwartet. Sieht ja aus wie ein Psycho. Ja. Ich könnte mal Pokémon eine riesige Freude bereiten, indem ich dich besiege. Na, das ist kein Psycho, aber das ist ein Mann im Anzug. Ja. Ass-Trainer! Cool, der Sprite. Absol. Toshiro X.
Mit Zertrümmerer kannst du gegen Absol einiges ausrichten. Oh ja, Zwinger, bist du deines Wahnsinns. Nee, Zertrümmerer! Bombs. Naja, macht nicht gerade sehr viel Schaden. Ist auch klar, Zertrümmerer ist nicht gerade ein Overkill. Eine Overkill-Attacke schlechthin. Aber nach diesem Kampf müsste es dann endlich das nötige Level abbekommen, um auch endlich ein Turtok zu werden. Cool. Yeah! Level 36. Es geht los. Schädelwurme, boah, 130? Aber dafür, der Anwender erhöht sich in Runde 1 und seine Verteidigung und greift in Runde 2 an. Pff, nein, eigentlich nicht. Nee. Ich glaube, Schädelwurm ist jetzt gerade nicht der Overkill-Stage schlechthin. Pinsir! Schatten, komm, du darfst wieder mal ran. So hast du auch mal deinen Spaß haben. So hast du auch immer deinen Spaß haben. Boah. So, Flügelschlag. Schlag zu. Bam. Yes, One-Hit KO. Ist auch klar. Immerhin habe ich ein weiteres vollentwickeltes Pokémon am Start. Mein Team ist am Boden zerstört und das Schlimmste, ich bin schuld daran. Ach komm, so ist es nicht. So, liebe Leute, Ladies and Gentlemen, macht euch bereit für die Entwicklung von Toshiro X. Yes! Dann fehlt nur noch eines, Leonard Bonhack, und dann ist mein Team komplett. Oh yeah! Entwickelt sich zu Turtok! Turtok! Yes! Geiler Scheiß. Bingo. Damit ist mein Team nun voll entwickelt. Also, naja, noch nicht ganz, aber damit sind schon die meisten meiner Pokémon voll entwickelt. Ein richtiger Allrounder, durchaus. Angriffskraft, Verteidigung und Spezialverteidigung sind über den 80er-Bereich. Naja, Spezialangriff ist am schwächsten. Deswegen lohnt sich auch eher physische Wasserattacken, leider. Aber Surfer wird es trotzdem erlernen müssen. Und Kaskade. Soll ich mal Leonard Bonhack nach vorne bringen, nach vorne tun? Ja, tun wir das mal. Damit auch Leonard ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt und auch auf den Level 30er Bereich kommt, weil als Evoli alleine ist es ja noch viel zu schwach. Was ist das? Hörte! Was kommt denn da von oben? Alles Gute? Oh, ein Fleckneu! Das hat mich aber jetzt erschreckt. Und da sah ich plötzlich etwas von der Decke runter, ich wollte das untersuchen und da kommt dann dieses hübsche kleine Ding hier. Sternschauer! Fleckneu sieht Sterne. So, und damit wirst du auch gefangen. Sehr schön, ne? Ich würde sagen, Superball lieber. Ach, ich habe ja keinen... Oh doch, ich habe noch welche. Weil jetzt ist der Superball in einer anderen Position, also in einer anderen Schaltfläche. Okay, 1 und 2 und 3. Bitte, bitte, sei jetzt gefangen. Yes! Ein Fleckneul ist nun in unserem Besitz. Geil. Fleckneul, das Wiedermaus-Pokémon. Es verheißt Glück, wenn sich ein Fleckneul an Menschen festsaugt und auf ihm einen herzförmigen Fleck hinterlässt. Ja, aber nicht, das ist, mein Blut aussaugt, so wie Zubat. Nein, hoffentlich nicht. Verstehe, also immer wenn irgendetwas um einen herum passiert, dann kann sogar ein Pokémon auf einen. Dann kann einem sogar nochmal ein Pokémon begegnen. Oh je, ich glaube, das war ein Fehler. Jetzt bin ich da unten schon wieder. Jetzt muss ich wieder einen Weg dorthin finden. Wow! Kommt schon wieder ein Fleckneul. Meine Fresse, ey. Also immer wenn man dort einen Schatten sieht, dann kommt immer ein Pokémon. Gibt's ja wohl nicht. Die sind ja heute ganz schön lästig, wat? Oh, schade, nicht ganz. One-Hit KO. Na gut. Ruckzuck. Bams. Es wird Zeit, dass du dich... Oh Gott, Logok schon Level 39. Das Problem an Logok ist, es enthält zu viel, zu schnell die Levels. Es erhält zu
Die Levels, es wächst viel zu schnell heran und ich werde nicht schnell genug Orden sammeln, damit es mir immer wieder gehorcht. Also ich könnte dann nicht schnell genug Orden sammeln, damit es mir auch stetig gehorcht. Vielleicht müsste ich auch mal Logok eine kurze Auszeit aus meinem Team gönnen. Aber ich glaube nicht, dass das bringen würde, nein. Es bleibt in meinem Team, auch wenn es mir dann nicht mehr so viel gehorcht, wenn es erstmals... Mann, der Schutz, ich habe kaum noch Schutz, ey. Ich hätte mir viel mehr kaufen sollen. Gut, also ich weiß, hier runter soll ich auf jeden Fall jetzt nicht gehen. Nein, nein, da bleibe ich lieber hier. Da gibt es nämlich noch einen Weg nach unten, den ich gerade gesehen habe. Was gibt es hier? Hoffentlich jetzt nicht da aus... Oh. Das traue ich mich jetzt gerade nicht. Da unten gibt es ein Item. Aber da komme ich gerade nicht hin. Boah, ich habe, glaube ich, nur noch einen Schutz. Eine Erdtafel. Okay, die nächste Tafel. Ja, Logok entwickelt sich leider viel zu schnell. Aufgrund der Tatsache, dass er getauscht ist und deshalb auch mehr Erfahrungspunkte bekommt. Wo sind wir denn hier? Was ist das für ein Ort? Nein, keine Befragungen. Lasst mich damit in Ruhe. Ich habe eh noch ein paar Schutz. Wo lande ich denn da? Ach, da komme ich gar nicht runter, oder? Ich kann ja auch das Fahrrad nicht einsetzen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wofür dieser Ort war. Aber egal. Wow! Hey! Das schreckt mich nur so. Das nächste Flegnoll, das einfach von der Decke runtergestürzt kommt. Wie ein Bungee-Jumper. Ohne Vorwarnung. Meine Fresse, ey, du bist ein lässiges kleines Kerlchen. Aber nicht lästig genug für mich. Tschüssi, Kowski. Schön. So viel mal dazu. Level 29. Sehr gut. Charme. Naja, okay. Was macht überhaupt nochmal die Heilung? Ach, das ist eine Feenattacke. Okay. Das muss ich ohnehin lernen. Dafür werde ich Heilung vergessen. Das heilt zwar Statusveränderung, aber das ist mir egal. Jetzt fehlt nur noch, dieser Schönheitssalon oder was auch immer. Ich muss mich da nochmal erkundigen, wie dieser Schönheitssalon nochmal hieß. Auf jeden Fall muss ich da 2 Sterne erreichen, hat man mir in den Kommis geschrieben. So, aber erstmals räume ich den Felsen hier aus dem Weg, damit ich endlich hier eine Abkürzung schaffen kann. Oh, cool. Bam. So. Was ist mit dir? Ich bin in der Spielhöhle durchwandert. Du machst ja einen auf Darkwing Duck. Wanderer Reinhardt. Mit deinem Garnaville. Der macht echt voll einen auf Darkwing Duck. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin Darkwing Duck. Eine gute alte Disney-Serie. Davon kam ja auch ein Spiel fürs NES raus vom selben Entwicklerteam wie DuckTales. Doch, ist absolut sehenswert. Ich würde mich echt freuen, wenn Capcom Way Forward auch noch eine Remastered-Version von Darkwing Duck rausbringen würden. Das würde ich so abfallen, wenn sie so ein Spiel rausbringen könnten. Bisher schaut es noch nicht so gut aus dafür. Ach komm! Ah, diese scheiß Lebensschelle versperrt mir die Sicht. Ich brauche eine Attacke, die ständig trifft und dazu müsste ich vielleicht X-Bart einsetzen. So, jetzt aber geh sterben. Meine Fresse. Was für ein Brocken. So. Grebet, was ist das denn? Ich setze mal Schatten an. Ach, ist es vielleicht dieses eine Gestein-Pokémon, das ich damals mit Zertrümmer gefunden habe? Na, what the f... Ist das die weiterentwickelte Form von Skoppel? Igitt! Das ist ein... Das sieht ja aus wie Homer. Ne, ernsthaft, das sieht aus wie ein Hase mit 3-Tage-Bart. Also, ich muss sagen... Wie ist nochmal Haschbirohr? Schlappohr. Ich muss sagen, Haschbirohr war mir damals lieber.
Schlappohr war wirklich geil. Richtig sexy, aber das hier ist... hässliches Vieh. Aber vielleicht, wenn die einen oder anderen jetzt schon mir schreiben, das Pokémon ist voller Überbringer und hat voll geile Werte. Ist für einen normalen Pokémon ganz schön stark. Na, das ist mir aber sowas von egal, weil ich glaube nicht, dass ich so ein Pokémon überhaupt haben möchte. Toshirox. Es wird Zeit, dass du dieses Litomid besiegst. Ich hoffe, es setzt nicht wieder Robustheit an, aber ich wette mit euch, dass es wieder Robustheit hat. Aquarelle! Ach doch, es hat nicht Robustheit. Okay, zum Glück. Yes! So einen auslaugenden Kampf muss ich mich erstmal vor dem Spiegel etwas zurecht machen. Ja, tu das, du eitler Fatzke. Wenn ich einen Spiegel sehe, muss ich immer sofort an das Pokémon Bronzel denken. Hä? Was hat das mit Bronzel zu tun? Bist du eine Trainerin? Onyx kam Forscher zum Kenntnis, dass es mehrere Exemplare des Waschspiegels gibt. Der erste wurde ja in einer gefunden. Nanu, du hast da keinen blassen Schimmer, was es mit dem Waschspiegel auf sich hat. Nun, das ist ein Spiegel, mit dem Boreos, Voltolus und Demeteros in ihre wahre Gestalt zurückverwandeln kann. Ja, die andere Form von denen. Okay, da gehe ich jetzt lieber nicht hin, weil da geht's wieder zurück. So. Ja, Schutz wirkt nicht mehr, aber wir sind eh schon kurz vorm Ende. Wow. Was ist denn das für eine Musik hier? Glatte, flache Steine reflektieren nicht gleich sich, sodass man Reflektion auf ihnen sehen kann. Wow. Was eine mystische Musik hier. Schön asiatischer Touch. Ja, hör sich das mal einer an. Oh, was geht denn hier ab? Oh, weil das mal nicht meine Kumpel sind. Hallo Lordzi, wie geht deine Reise voran? Lass uns deine Anträge in unseren Kolossküsten-Pokédex vergleichen und rausfinden, wer schon mehr Pokémon gesehen hat. Man, eine andere Art von Pokémon-Kampf, was? Du hast also bereits 71 Pokémon gesehen. Erzähl ich wohl den Kürzeren. Gratuliere dir, Chris. Oh, du hast da auch... Du hast auch einen Kagama gefunden, Lordzi. Das ist ja großartig. Die gleichen Pokémon gefunden zu haben, macht total froh. Findest du nicht auch? Ich habe auch ein paar Pokémon gefunden, die alles ein super Tänzer sind. Da fällt mir ein, der Professor meinte doch, wir sollten unbedingt Mr. Mega Hallo sagen, wenn die Antara City sind. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Wem sollen wir gleich wieder Hallo sagen? Na, Mr. Mega... Du Blitzchecker. Ja, stimmt, genau das hat er gesagt. Prima, dann lass uns doch alle nach diesem Mr. Mega suchen. Aber wo finden wir diesen Mr. Mega wohl? Also, ich habe gehört, dass Mr. Mega im Turm der Erkenntnis sein soll. Weiter hinten am Stadtrand. Turm Erkenntnis. Oh Gott. Da kann uns wieder was erwarten. Aber wir dürfen darauf gespannt sein. Fürs Erste heißt es mich wieder fit machen. Meine Pokémon sind wieder ganz schön angeschlagen. Oh Mann. So. In meinem neuen Lieblingsspiel muss man Attacken im Rhythmus der Musik ausführen und Gegner ein bisschen was für einen Spaß. In der Kalos-Region werden hin und wieder seltene Steine gefunden, die konzentrierte Lebensenergie enthalten. Einst wurde hier ein leuchtender Stein gefunden, der eine rätselhafte Wärme ausstrahlt. Um diesen Stein zu schützen, errichtete die Leute mit vereinten Kräften einen riesigen Turm. Ob dieser Stein wohl was mit den legendären Pokémon zu tun hat? Du schon wieder! Da müsst ihr miteinander! Ja, warum lasse ich mich immer wieder denn die U-Kräfte erklären? Volltreffer? Okay, die Volltrefferquote steigt. Dankeschön. Tschüssi! Jetzt treffen wir ihn schon im Pokémon-Center. Ich dachte, er kommt immer in Hotels vor. Ich meine, es gibt ja so vielen Städten schon Hotels. Normalerweise sind da Hotels nicht so üblich in der Pokémon-Welt gewesen. Oh, jetzt haben wir schon einiges an Kohle gesammelt. Das ist gut. Damit können wir jetzt wieder einiges mehr an Items kaufen, was wir vielleicht brauchen können. Unter anderem kaufe ich mir vielleicht erstmals 8 Beleber. Haben wir überhaupt schon Hyperheiler da? Nee, ich glaube nicht, nee. Das wäre jetzt, glaube ich, schon zu viel des Guten. Dann würde ich sagen, ich kaufe mir ein bisschen Superschutz. 20 Stück müssen reichen. Ich teste jetzt nur vorher aus, wie viel ich insgesamt noch kaufen kann jetzt. So, Superschutz. Fluchtseil.
Davon haben wir genug. Die ganzen Statusheilmittel lassen wir mal außen vor. Supertränke, ich würde sagen, wir steigen wechseln mal auf Hypertränke um. Aber davon kaufen wir erstmals nur 10. So, und vom restlichen Geld sollten wir mal Superbälle kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen uns wieder 9 Stück Superbälle. Ja, und den Rest des Geldes hebe ich wieder auf für irgendwelche Sonderfälle, wie zum Beispiel, was ist das für einer? Ich wusste es doch. Ich wusste es. What the fuck? Bodyguard, Heilsturm und Sandsturm kosten so viel, aber Schaufel und Gifthieb nicht so viel? Ja, ich würde vorschlagen, eine Bodenattacke könnte ich jetzt brauchen. Oder sollte ich mir Gifthieb einsetzen? Ich würde sagen, eine Schaufler. Das bringt schon eher was. Gut, damit habe ich eine weitere TM. Aber wen sollte ich jetzt Schaufler beibringen und auch dauerhaft eine Bodenattacke generell? Weil... Oh, beinahe jeder kann es lernen. Lerner Bornhack unter anderem, LP Storm, Tauren, Logok und Toshiro X. Bei Lerner Bornhack würde sich das wohl eher lohnen, weil sie muss ja nicht unbedingt nur Feenattacken lernen. Apropos, ich sollte die B-Fee-Attacke wirklich noch behalten. Was sollte ich jetzt vergessen? Ruckzuckhieb oder Sternschauer? Ach komm, ich würde sagen, ich vergesse Ruckzuckhieb, weil ja, der Spezialangriff ist nur ein winzig kleines bisschen geringer. Ansonsten ist der Angriff höher. Ich hoffe nur, wenn es sich in ein Feen-Pokémon entwickelt, wird dann nicht der Spezialangriff nur supportet. Das wäre doch, glaube ich, etwas zu viel, weil ich denke, dass es auch Nahkampf-Fee-Attacken gibt, mehr als genug. Jedenfalls, wenn Charme auch ausreicht, dann ist gut. Dann ist es auch gut so. So. Ruckzuckhieb vergessen. So, und damit hat es nun eine Bodenattacke drauf. Cool. Jetzt fehlt nur noch, dass ich ihm 2 Sterne von diesem Pokémon-Ami oder wie auch immer diese Schönheitssalon beibringen kann. Wir gucken jetzt erstmal noch in dieser Stadt um und dann werden wir uns den nächsten Part in diesem Turm wieder befinden. Fürs Erste machen wir noch vor Abschluss mal hier einen kleinen Stadtgang. Ursprünglich waren die Kämpfe ein Ritual, das die gegenseitige Akzeptanz zwischen Menschen und Pokémon stärkte. Und du, was sagst du dazu? Wenn man morgens aufwacht, stehen die Haare in alle Richtungen, wie nach einem Stromschlag. Ob sich wohl das mit der Mega-Entwicklung wohl ähnlich verhält? Weiß ich auch nicht, wie das die Pokémon so sehen. Na sowas, sieh mal einen an, dein Übel scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so rührend, Eutoklot, was für dich. Oh, eine Sanftglocke, jetzt erst. Die brauche ich eigentlich nicht mehr so, aber okay, danke. Gib diesen Sanftglocke ein Pokémon zum Tragen, das wird es noch zutraulicher werden. Kommt ein bisschen spät dran. Jedes Pokémon ist etwas ganz Besonderes und besteht nicht zuletzt durch sein Wesen. Ja, das ist mir klar. Die Wesen aber sind mir leider ein bisschen unbekannt. Mit dem Hololog bin ich immer auf dem neuesten Stand. Ein Pokémon-Kampf ist nur eine von vielen Methoden, sein Können unter Beweis zu stellen. Ich persönlich mampfe zum Beispiel lieber durchs Leben, als um durchzukämpfen. Ja, warte mal ab, bis du etwas älter bist, dann wirst du schon eine andere Einstellung dazu empfinden. Wieder das gleich aussehende Haus. Hey du, hast du vielleicht gerade ein Pokémon von Typ Flug oder Psycho dabei? Oh, du hast ein X-Bot dabei. Nimm das kurz, damit ich mir dabei helfen kann, ein Item vom Kühlschrank zu holen. Bitte sehr. Kannst du nicht selber zum Kühlschrank gehen? Besten Danke, das ist für dich. Sternstäube? Was ist das denn? Pokémon sind einfach Gold wert. Kannst du nicht selber zum Kühlschrank hingehen und dir was holen? Meine Fresse, was sollte das denn? Aber das Sternstäube, was ist das für ein Ding? Das gucken wir uns mal an. Ach so, ich habe mehrere Sternstäube bekommen. Also insgesamt 5000. Danke. Aber ich sollte erstmals auch die ganzen... Was? Was soll das Unsymbol? Ah, jetzt kann ich erstmals alles in eine Kategorie... Kategorie... einreihen. So wie zum Beispiel Pudersand stärkt der Bodenattacken, wissen wir schon. Und da habe ich jede Menge Sternstaub bekommen. Das heißt also, ich könnte wieder etwas Kohle bekommen, damit auch Gifthieb mir kaufen. Ey, setz dich jetzt nicht hin. Ja, immer fleißig sein. Vorbildern. Auch einfach entwickelt irgendwann sein ganz eigenes Ziel. Wer stark werden will, braucht also Vorbilder. Das ist mir klar, wie ich los bin. Wärst du wohl so nett, mir zu zeigen, wie es mit Trainer des Teams vorgeht? So von Trainer zu Trainer? Jo.
Das Pokémon wirst du mir zeigen. Logok ist mein stärkstes Pokémon aktuell. Hui, das Logok war auf Level 10 und das ist von das inzwischen hat, ist Level 39 erreicht. Eher mittelmäßig trainierte Pokémon, naja, immer noch besser als völlig untrainiert. Was willst du damit sagen? Na gut, dann LP Storm. Das Level 36, ein guter Test Pokémon sieht, dass du Mühe gibst. Du studierst dein Pokémon-Team, also indem du mit ihm unterwegs bist. Hier, ein kleines Dankeschön für mich, dass du mir deine Liebe zu dem Pokémon gezeigt hast, so von Trainer zu Trainer. Ein Fußabdruckband. Okay. Es gibt ein Fußabdruckband, das verdeutlicht sehr schön, wie viel Liebe man das Trainer ins Pokémon gesteckt hat. Erfahrung lässt sich nicht dem Alter messen, sondern den Kilometern auf dem Tacho oder eben an den zurückgelegten Schritten. Herzlichen Dank, dass du die Früchte des Trainings mit mir geteilt hast. Gern geschehen. Okay, das ist wieder sowas ähnliches, was es auch schon in anderen Generationen gab. Okay, was haben wir hier noch? Ach, hier bin ich wieder am Anfang. Ich sollte jetzt endlich mal wieder aufs Fahrrad umsteigen, um ein bisschen schneller hier die Stadt zu erkunden. Im Eistempo, yeah, mit Sonic Speed. Wo geht's denn hier lang? In die nächste Route? Ich glaube, ich sollte hier noch nicht hingehen. Erst wenn ich mal hier fertig bin in dieser Stadt. Hallo, keine Tipps. Super Training. Ach ja, das Super Training. Ich frag mich, wie man das nochmal macht. Ja, da ist auch gerade etwas. Ja, okay. Pokémon leben für den Kampf. Sieg und Niederlage sind also eine große Verantwortung für den Trainer. Weil ich habe schon von diesem Super Training gehört, aber bisher ist es mir noch nicht möglich, das zu machen, oder? Spielsynchro, O-Kraft, mein Profil. O-Kraft. Kaufkraft, Fangkraft, KPI-Kraft. Auf sich selbst, auf ein Ziel? Wen möchtest du wählen? Also die O-Kraft kann ich ja teilen mit anderen. Aber mein Profil kann ich auch noch aufrufen. Und es bearbeiten. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich dieses Supertraining machen sollte. Check ich irgendwie nicht. Geht vielleicht nur über eine bestimmte Option, ich weiß noch nicht wie. Müsst ihr mir mal in den Kommis schreiben und dann werde ich so in ein paar Parts darauf reagieren. Das ewige Leben, klar klingt das erst einmal verlockend, doch irgendwann kommt es ein stimmt auch aus den Ohren raus. Ja, das glaube ich dir auch sofort. Oh, ich würde so gern mal alle Taten und Sinne von Pokémon eingesetzt werden können. Lea. Der Aufwand, die Liebe und das Herzblut, das man Pokémon steckt, sie zahlen sich doppelt und dreifach aus. Das weiß ich auch. Da sagst du mir nichts Neues, Schätzelein. Puh, also der Turm soll sich hier am Ende der Stadt befinden. Haben wir hier sonst schon alles erkundet? Weil die Stadt ist auch ganz schön groß. Oh, das ist die Arena mit Conny. Die Arena der Conny ist gerade zur Spezialtrieb im Turm der Erkenntnis. Na, dann wird es Zeit, dass wir sie treffen, oder? Für dich ist dein Evoli. Für dich und dein Evoli ist kein Weg zu weit, was? Ich persönlich ganzes Leben lang nie aus der Stadt herausgekommen. Naja, dann solltest du auch mal auf Reisen gehen. Was ist mit dir, kleiner Karate-Fuzzi? Freundschaft wird die stärkste Kraft von allen. Wenn man also die verborgenen Kräfte der Pokémon zum Vorschein bringen, wäre das Beste, so richtig gut mit ihnen anzufreunden. Ja, das ist wohl klar. Lass uns eine deiner Zitrobeeren gegen eine meiner Jona tauschen, ja? Nein. Schon klar, bei dem Wetter heute kann ich mir das auch nicht verübeln. Das bescheuert Zitrobeere gebe ich doch nicht für irgendeine Leimebeere aus. Meine Fresse. So. Es gibt wirklich viele Items, mit denen man die Kräfte der Pokémon zu Geltung bringen kann. Das stimmt wohl. So, ansonsten müsste ich mich jetzt genug umgeguckt haben. Ich meine, wenn es einige von euch langweilen, wenn ich mich jetzt da umgucke, dann tut es mir natürlich leid. Aber ich möchte schon schauen, dass ich nichts übersehe. Weil vielleicht gibt es irgendwelche bestimmten Items oder was auch immer, die man hier kriegen kann, solange man mit den Leuten spricht. So, aber jetzt ohne Umschweife. Oh, was ist jetzt los? Ah, die Kuppels wollen sie lösen. Schau mal, Leute, ich will dir was zeigen. Einen Tanz? Hilfe von dem Stein. Als sie vorhin ein und reißenden Sammler seltener Steine in meinen neuen Tanz gezeigt habe, hat einfach so geschenkt. Was meinst du? Ist wirklich ein Megastein? Das wäre ja toll. So oder so, ich gebe ihn dir jetzt, Lotzi. Ich meine, das ist ein großartiger Trainer, Lotzi. Ich habe uns
wo man kann. Route 5 nämlich nicht vergessen. Oh nein. Kurioser Stein? Wow, ist das der Turm? Ist das der Turm der Erkenntnis? Krass. Wow. Geil. Warte, Tomate holen. Ich gehe schon mal vor. Ja, das möchte ich zu gerne tun. Wow, krass. Ich will noch besser werden, als ich jetzt bin, zu fühlen. Sowohl Menschen als auch Pokémon. Ja, das schon. So, Leute, und mit dieser geilen Perspektive würde ich sagen, machen wir weiter im nächsten Part. Dort werden wir uns in Turm der Erkenntnis umgucken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash43Freak89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.